Hey zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und endlich nach langer Zeit habe ich mal ein Food Haul für euch. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Also ich würde sagen, das ist diesmal ein sehr, sehr ausgewogener Einkauf bei uns. Also es gibt gesundes Obst, Gemüse, Pasta, Fleisch, Fisch. Ein bisschen was Ungesundes und ja, deswegen würde ich sagen, es ist relativ gut ausgeglichen. Schreibt mir gerne mal am Ende des Videos, ob ihr das auch so seht oder wo ihr sagt, hey, das fehlt total bei euch. Also ich habe diesmal den Eindruck, es ist sehr ausgewogen. Es ist ein ganz normaler Wocheneinkauf und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal das erste Teil. Fangen wir direkt mal mit Aufschnitt an. Und zwar hatte ich jetzt mal wieder richtig Lust auf Reinhard Bärchenstreich, das ist diese Kinderleberwurst. Ich finde die super, super lecker. Und ja, die hatte ich jetzt wirklich lange nicht mehr und hatte ich total Lust drauf. Und wer die nicht kennt und Leberwurst mag, der sollte diese unbedingt mal probieren. Was wir in letzter Zeit eigentlich auch jedes Mal mitnehmen, sind Babybel. Es ist ein super Snack, auch abends einfach mal, wenn man noch so ein bisschen Hunger hat, aber ja, nicht unbedingt noch groß naschen möchte, dann essen wir so ein, zwei Babybel oder Robert nimmt die auch mit auf Arbeit. Das ist immer ein richtig leckerer Snack zwischendurch. Dann haben wir wieder ein paar Joghurts gekauft. Ich habe jetzt stellvertretend nur eins hier. Die anderen sind alle noch im Kühlschrank. Wir haben zweimal Leckermäulchen mitgenommen. Wieder diese Käsekuchen-Edition, die liebt Robert ja. Dann, worauf ich in letzter Zeit total stehe und wirklich jedes Mal mitnehme, ist Ayran. Ich liebe es einfach. Es ist einfach Joghurt mit Wasser und Salz. Das kann man eigentlich auch super einfach selber machen. Habe ich auch schon mal gemacht. Das geht echt super schnell. Ja, aber die sind halt auch günstig und irgendwie schmecken die dann doch besser und es geht schneller. Und ja, finde ich super, super lecker, gerade nach dem Sport, wenn ich so Hunger habe, aber noch nicht direkt was essen möchte, außer zum Beispiel ein Fitnessriegel, dann liebe ich es zu Hause erstmal einen Ayran zu trinken. Dann geht unser Gewürzketchup fast leer. Deswegen musste ein neuer her. Wir haben bewusst wieder die kleine Flasche mitgenommen, weil wir A, nicht so häufig Ketchup essen und wir es dann immer so ein bisschen eklig finden, wenn diese Riesenpackung für uns zwei so lange offen ist. Deswegen greifen wir jetzt immer auf diese kleine zu, ganz normal von Hela, Gewürzketchup. Kennt, glaube ich, fast jeder und liebt auch, glaube ich, fast jeder. Und dann habe ich diesmal auch eine kleine Packung Mayonnaise mitgenommen, denn Robert isst gar keine Mayonnaise. Und ja, diesmal habe ich die von Tomi, die Delikatesse-Mayonnaise mitgenommen. Meine liebste ist eigentlich, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, so eine ganz große. Aber es lohnt sich einfach für mich alleine leider nicht. Ja, deswegen probiere ich jetzt mal die und ja, habe dann wieder Mayonnaise im Haus. Dann hatte ich riesen Lust auf Landliebe Schokomilch. Ich habe schon eins davon vor ein paar Tagen gekillt. Jetzt habe ich noch eins und ja, das liebe ich total. Schmeckt super lecker. Diese schmecken halt immer anders, als wenn man die selber anrührt zu Hause, finde ich. Und deswegen, ja, probiere ich da auch immer wieder gerne Kakaos aus und nehme mir auch gerne fertige mit. Oder macht mir halt auch selber meinen Kakao zu Hause. Das habt ihr auch schon ab und zu in unseren Food Hauls gesehen, von gut und günstig. Die Hot Dogs mit Sicherheit absolut ungesund. Aber Robert und ich lieben das manchmal abends vorm Fernseher, ja, so einen Hotdog uns reinzupfeifen. Davon haben wir auch zwei Packungen mitgenommen, die andere ist noch im Kühlschrank. Da jetzt die kälteren Tage wieder kommen, konnte ich endlich wieder meine Maultaschen mitnehmen, weil im Sommer hatte ich da absolut keinen Appetit drauf, aber so jetzt langsam kriege ich da richtig Lust wieder drauf. Und ich mache mir die immer super einfach, indem ich mir immer zwei davon rausnehme. Hier sind sechs Stück drin. Die schneide ich dann mit einer Schere klein. Ich sechstel die quasi. Tue sie mir in eine Schüssel, mache dann Teelöffel Brühe drüber und dann heiß Wasser. Und dann ist mein Essen schon fertig. Das brauche ich dann auch nicht mehr aufkochen und nichts. Geht immer super schnell und mag ich auch super gerne so als Zwischenmahlzeit. Dann ist natürlich auch Aufschnitt mitgekommen, gerade fürs Wochenende. Eine Packung Serrano-Schinken. Diese hier mögen wir super gerne. Das ist die von Abraham. Ja, original spanischer Serrano. Super lecker. Nehmen wir echt relativ häufig mit. Von Altdorfer Biofleisch durfte Laktose- und glutenfreie Bio-Salami mit. Hat Robert eingepackt. Ja, Salami ist auch eigentlich immer ein Muss in diesem Haushalt. Genauso wie Fleischwurst bzw. Leona. Das ist jetzt deren Hausmarke. Ja. Robert ist so der typische Gouda-Salami-Leona-Esser und ich mag das auch super gerne. Nicht der schönste Anblick, aber super lecker, haben wir einmal bzw. zwei Rinderbeinscheiben mitgenommen, denn wir möchten morgen
ja, Bohneneintopf machen und dafür braucht man halt eine Rinderbeinscheibe. Wir haben direkt zwei mitgenommen und auch zwei Pakete Bohnen, die kann ich euch auch gerade mal zeigen. Genau, zwei Pakete direkt, weil wir die, ja, wie gesagt, zu einem Bohneneintopf verarbeiten wollen und direkt ein bisschen mehr, dass wir auch was einfrieren können. So kann Robert sich dann auch seine Portionen mit zur Arbeit nehmen und muss nicht so häufig fertige Sachen mitnehmen. Dann hatten wir auch hier fertig geriebenen Mozzarella mitgenommen. Braucht man immer wieder mal, wenn man irgendwas spontan kochen möchte, sei es Lasagne machen oder wie auch immer. Wir frieren die auch super gerne ein, hält sich und ja, nehmen wir sehr häufig mit. Dann hatte ich riesen Lust auf Bacon, möchte ich auf jeden Fall demnächst aber mal statt in der Pfanne im Backofen machen. So hat es meine Mutter das letzte Mal gemacht, meine ich. Und es war super lecker und ja, irgendwie weniger ölig, komischerweise. Und ja, habe ich super Lust drauf und esse ich oder essen wir auch super gerne ab und zu zum Frühstück. Das erinnert uns einfach an Urlaub. Ah ja, und da darf natürlich der Gouda nicht fehlen. Diesmal Robert von Jahr einen mitgenommen, mittelalten Gouda. Ja, mit Rinde schmeckt meistens, finde ich, besser als die ohne. Da könnt ihr mir auch mal gerne sagen, ob ihr das genauso seht. Dann gab es jetzt Feigen im Angebot. Ich habe direkt drei Stück mitgenommen. Robert mag keine Feigen, ich liebe Feigen. Finde ich super lecker, kann man auch super zu so einem Salat mit Ziegenkäse essen. Bin ich natürlich super viel zu faul für, das zu machen. Deswegen werde ich die höchstwahrscheinlich so essen. Mag ich zwischendurch richtig gern. Robert hat dann jetzt fürs Wochenende noch eine Packung frische Minze mitgenommen, denn er macht sich gerne samstags oder freitagsabend noch seinen Cocktail. Und was wir auch mitgenommen haben diesmal, sind von Gut und Günstig Bagels. Einmal Klassik und einmal mit Sesam. Schmeckt auch super lecker. Und mein Favorit sind Bagels auf jeden Fall mit Frischkäse und Räucherlachs, was ich beides nicht gekauft habe. Mist. Dann auch nie fehlen in diesem Haushalt, da von John West, mein heißgeliebter Thunfisch. Eine Packung habe ich noch da, zwei habe ich schon mal wieder mitgenommen. Ja, mein liebster Thunfisch. Wenn es mal schnell gehen muss, mache ich gerne Tomaten-Thunfischsoße mit Nudeln. Wenn ich das Hackfleisch gerade nicht auftauen mag oder beziehungsweise wir holen auch gar nicht mehr so viel Hackfleisch. Und da wir auch wirklich einfach versuchen, ab und zu Fisch zu essen. Der hat auch das Siegel mit der Angelrute. Und letztes Jahr schon geliebt und dieses Jahr wieder da. Von Zott-Sahne-Joghurt diese super leckeren Muffin-limitierten Joghurts. Ich liebe ja die Kombination mit Apple Pie und Robert liebt die Mandarinen-Cheesecake. Ist auch sehr, sehr lecker, aber ich mag das noch einen Tick lieber. Der Rest ist alles, wie gesagt, noch im Kühlschrank. Ich wollte nicht alles rausholen. Probiert die unbedingt, die sind richtig, richtig, richtig lecker. Und da habe ich letztes Jahr, oder haben wir letztes Jahr, einige von gekauft. Darf ihr halt, wie gesagt, spontan auch gerne Tomatensoße machen oder Thunfisch-Tomatensoße, brauchten wir auch wieder, ja, logischerweise Tomatensoße. Diesmal haben wir diese mitgenommen, die Passata Rustica, grob passierte Tomaten. Ja, zwei Stück haben wir mitgenommen, das andere Glas steht in der Abstellkammer. Und ja, ist immer gut im Haushalt zu haben. Und weil wir letztens Waffeln machen wollten, unser Mehl aber alle war, haben wir jetzt nochmal wieder stinknormales Weizenmehl mitgenommen. So können wir auch demnächst wieder Waffeln machen. Und die liebe Nina vom Kanal Snowflake hat mich angesteckt mit ihrem frischen Mais. Denn seitdem ich das bei ihr gesehen habe, habe ich wirklich sehr oft Mais nachgekauft. Und ja, das ist ganz normaler Zuckermais, zwei Stück. Ja, koche ich dann immer gerne ab und zu abends. Ein super leckerer Snack. Einfach mit Salz oder Butter und Salz, wie man es halt mag. Robert mag es auch super gerne. Und ja, jetzt bevor die Zeit wieder vorbeigeht, muss man das nochmal ausnutzen. Und einer von zwei Äpfeln stellvertretend hat Robert sich mitgenommen, weil er die auch gerne ab und zu auf Arbeit mitnimmt. Das sind die ganz normalen Granny Smith Äpfel, glaube ich. Und für den Bohneneintopf brauchen wir auch Kartoffeln. Deswegen ist nochmal ein Sack Kartoffeln mitgekommen. Ganz normale Speisekartoffeln, ja, aus Deutschland. Und diesmal von Alnatura durften diese Pita-Brote mit. Hier sind vier Stück drin. Schmeckt auch richtig lecker, wenn man die ganz normal toastet und dann mit ein bisschen Käse, Salami oder Salat. Man kann die füllen, wie man möchte, kann eine vollwertige Mahlzeit, ein richtiges Mittagessen sein. Hier ist es auch mit ganz viel Gemüse gefüllt und Feta-Käse, das kann man wirklich machen, wie man möchte. Man kann Gyrosfleisch kaufen, das da reinmachen, ist es so ein bisschen wie ein Kebab. Und ja, finden wir super lecker. Und ja, da reicht mir auch meistens eins und dann bin ich eigentlich schon, ja, ganz gut satt. Und Knabbereien dürfen natürlich nicht fehlen. Robert hatte super Appetit auf Cashewkerne. Die sind von Gut und Günstig. Mag ich auch sehr gerne. Ganz einfach geröstet und gesalzen. Dann hat Robert diese hier noch eingesteckt. Kenne ich überhaupt nicht. Das sind Eierplätzchen. Sagt mir gar nichts. Er meinte, die wären super lecker. Die sind von Koppenrad. Ja,
Schreibt mir das mal gerne, wenn ihr die kennt. Also ich kannte sie nicht. Und eine Packung Erdnüsse. Die isst er auch super gerne. Ich bin mehr der Fan von schon geschälten. Aber die sind auch super, weil wir die ab und zu im Ganzen unseren Mäusen geben. Und die haben dann mal super viel Spaß, die rauszuknacken und sind dann wirklich eine Weile beschäftigt. Und ja, das war's auch schon mit unserem Wocheneinkauf, mit unserem Foodhaul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst wie immer gerne euer Feedback. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Ciao!